Im Namen Allahs, Alabamas, Barmherzigen, alles Lob gebührt Allah, dem Herrn der Welten und Frieden und Segen auf dem Gesandten Allah, sallallahu alaihi wasallam. Liebe Geschwister im Islam, es gibt eine sehr wichtige Angelegenheit. Und diese Angelegenheit hat, glaube ich, jede einzelne Person von uns mitbekommen. Unseren Geschwistern, unseren Brüdern und Schwestern in Syrien geht es sehr schlecht und sie werden dort sehr stark bekämpft, getötet, vergewaltigt, ihnen wird Besitz geraubt, zerstört, dort werden Moscheen angegriffen, Korans zerschnitten oder kaputt gemacht. Ich meine, diese Videos sind alle bekannt mittlerweile im YouTube. Sheikh Abul Hussein und andere Duat und Mashaykh haben darüber gesprochen, haben es erwähnt. Und ich wollte nochmal meine Geschwister hier in Deutschland, da wir hier in Deutschland sind und unsere Möglichkeiten noch begrenzt sind, aber auch viel sein können, nochmal ermutigen mit diesem Video, an diese Geschwister zu denken. Erstmal, wie ich ja vor das Video gesagt hatte, mit der Dua, denn die Dua sollte man nicht leicht fertigen. Und eine Dua vom Herzen, eine Dua in einer Situation, wo man sich einfach, man fühlt sich konzentriert im Gebet oder im Sujud, in erster Stelle gegenüber Allah subhanahu wa ta'ala, zu Allah subhanahu wa ta'ala und dann diese Dua ausspricht für den Bruder und die Schwester in Syrien und für die Kinder dort, für die alten Leute, die unterdrückt und im Unrecht bekämpft werden von jemandem, der seine Strafe vor Allah finden wird, im Diesseits oder spätestens im Jenseits. Und wir möchten nochmal zu euch sagen, liebe Geschwister im Glauben, macht ein Bittgebet, spricht ein Bittgebet für unsere Geschwister im Islam. Liebe Geschwister im Glauben, wenn ihr die Möglichkeit habt, was zu spenden, es gibt eine Spendenaktion, die gestartet worden ist. Wir haben zwei Rundmails schon mal rausgeschickt, also dieselbe Mail, aber zweimal an unseren. Wir haben ungefähr 3000 oder über 3000 E-Mail-Adressen, die das bekommen haben. Leitet diese E-Mail weiter und wir werden auch wieder hier in diesem Video das Ganze einblenden, wo man spenden kann für die Geschwister in Syrien. Und ich bitte einfach meine Brüder und Schwestern in Deutschland, meine Brüder und Schwestern im Islam, wenn ihr das hier seht und gerade zu Hause sitzt, wo wir uns alle wohlfinden und sicher und ihr diese Sicherheit erkannt habt, die ihr habt und diese Situation, die ihr besitzt, schon erkannt habt, dass das eine Gabe ist und ein Geschenk von Allah, dass du diese Situation erlebst und nicht die andere, denkt an unsere Geschwister dort, denn wir sind eine Umma, eine Familie, auch wenn es nicht immer es so scheint oder wir nicht schaffen, immer es zu verwirklichen. Wir sind eine Familie, denn die sagen La ilaha illa Muhammad Rasulullah und wir sagen La ilaha illa Muhammad Rasulullah und das verbindet uns. Die Leute des Tawhid, auch wenn sie weiter voneinander entfernt sind, sind sie nah, sind sie verbunden, weil wir sind verbunden durch diese Shahada. Wir sind verbunden durch diesen Tawhid, durch diesen Glauben. Deswegen, Geschwister im Glauben, spendet eure Zeit, eure Bittgebet für unsere Geschwister im Islam. Und wenn ihr die Möglichkeit habt, von Besitz zu geben, gleich wird so ein Konto aufgezeigt, wo auch, was wir auch in den Rundmails geschickt haben, wo man dann für die Geschwister was geben kann. Deswegen wir Geschwister von Muslimtum sagen, Geschwister im Glauben, bitte tut was dafür. Und wir alle gemeinsam können schaffen, einen Teil dieser Situation zu verändern. Barakallahu fik. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Mega Allah azza wa jal. Unsere Geschwister in Syrien, unseren Brüdern und Schwestern, unseren kleinen Geschwistern, unsere kleinen Brüdern und Schwestern, unseren älteren Brüdern und Schwestern dort vor Ort helfen, ihre Situation erleichtern, in das Beste geben, in die Freiheit schenken und sie aus dieser ungerechten Lage herausholen. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala die ungerechten Herrscher dort, der so mit ihnen umgeht, wegholen von seiner Position. Und möge Allah subhanahu wa ta'ala unsere Geschwister befreien und möge Allah subhanahu wa ta'ala ihre Taten akzeptieren und möge Allah subhanahu wa ta'ala sie alle ins Paradies bringen und möge Allah subhanahu wa ta'ala alle Muslime und Muslimas auf dieser Erde vergeben. Barakallahu fik und nochmal Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.